Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich noch mal ein bisschen leveln werde, so dass wir dann die Stufe 5 erreichen werden bei den Hermetikern. Das haben wir auch erreicht und jetzt stehe ich wieder... Na, klickst du das jetzt endlich weg? Und jetzt stehe ich wieder hier bei der guten Game, wenn ich das jetzt gerade richtig lesen kann hier. Und möchte dann gerne mal die nächste Stufe erreichen, wo wir meines Erachtens sogar einen Begleiter bekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hallo, du sollst den anklicken. Da bist du ja wieder, Gameplayerin. Hast du schon gegessen? Lehrerbauch studiert nicht gern, sagen wir hier in Limsa Luminsa. Inzwischen müsstest du ganz gut mit dem Karfunkel zurechtkommen. Ja, wenn ich eins hätte. willst du es mir nicht einmal zeigen, wie gut? Geh in das untere La Noskea und erledige 3 Dodos und 3 winzige Mangragoras mit deinen hermetischen Fähigkeiten. Die Bewegung des Gegners gründlich analysieren, die beste Kampfstrategie auswählen und dem Karfunkel blitzschnell die richtigen Befehle erteilen, das ist deine heutige Lektion. Viel Erfolg! Ich habe doch einen Karfunkel bekommen, sehe ich gerade. Habe ich das denn nach oben gemacht? Ich bin auch so blöd. Tada! Und das ist mein Karfunkel. Ich habe eigentlich gedacht, das hätten wir jetzt beim letzten Mal gar nicht bekommen. Aber wir schauen es uns jetzt nochmal genau an. Hinten seht ihr auch das Gelbe. Das ist, glaube ich, das heilende Karfunkel. Auch hier laufen alles nur Karfunkel rum. Wie süß. Auch die kleinen Püppchen, die hier überall als Begleiter rumlaufen. Und das ist mein süßes Karfunkel. Ich muss mal eben ein Bild machen. Ich finde das so niedlich, weil das sieht so aus wie so ein Pokémon irgendwie. Wo soll ich jetzt nochmal hin? Ich habe jetzt gar nicht... Unteres La Noskea. Okay, dann würde ich sagen, dass ich mich da jetzt erstmal hinbegebe und wir uns dann gleich dort wiedersehen. So, irgendwo hier vorne in der Nähe sollen die eigentlich sein. Was soll ich denn... Ach so, Dodos auch. Okay, ja gut. Das war schon. Na gut. Weil ich nämlich dieses Ausweichen konnte ich komischerweise mit der Druide nicht machen. Ey, wieso kommt der zweite denn jetzt? Willst du mich veräppeln? So, und dann noch winzige Mandragoras. Ich wollte gerade sagen, die großen Viecher meinen jetzt aber nicht. Ach, da hinten. Die sind so klein, die sieht man gar nicht. Oh, die halten aber anscheinend viel aus. Scheiße. Jetzt her. Hat man meinen Gegner eben geklont oder was? Machen aber ganz schön Schaden, sehe ich gerade. Ah,
Hi. Er grinst seinen so an, aber ganz ehrlich, dem würde ich lieber nicht im Dunkeln begegnen wollen. Ja, ich würde sagen, ich mache mich wieder auf den Weg zurück und wir sehen uns dann gleich beim Abgeben der Quest wieder. Bis gleich. So, da ist sie. Hallo Gameplayerin, wie es aussieht, hast du keine Probleme, das Karfunkel auch in komplexen Kampfsituationen mit Bedacht zu kontrollieren. Gratuliere. Jetzt hast du Gelegenheit, das Gelernte bei einer kleinen Übung für die Zollbehörde anzuwenden. Kennst du die Felswand gleich südlich vom Ziführtor? Dort habe ich eine Übungskiste aufstellen lassen. Untersuche sie und bring sie mir dann zurück. Aber sei gewarnt, die merkwürdigsten Kreaturen haben die Angewohnheit, sich in Kisten, die in der Landschaft herumstehen, zu verstecken, um unvorbereitete Abenteurer zu überfallen. Aber das nur am Rande. Viel Erfolg! Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Ins Zentrale. Also das ist auch schon wieder komplett woanders. Ja. Okay, also quasi jetzt einmal geradeaus durchlaufen. Na gut, dann rennen wir mal wieder die ganze Strecke ab. So, direkt hier sollte jetzt irgendwo eine Kiste stehen. Ja, und zwar ganz da unten. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier keinen Fallschaden. Ich wollte gerade sagen, da war jetzt aber kein Ritz oder so, wo ich jetzt hätte durchfallen können. So. Ernst? So, geht doch. Oh. Was ist denn das jetzt für ein Viech? Wieso greifst du mich jetzt an? Soll ich mal äppeln oder was? Dämliche Dockratte. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir ja auch nichts getan. Moment, ich bin gerade in einer spannenden Stelle. Hallo? Unerwartete Dinge geschehen jederzeit, aber für alles gibt es eine Wahrscheinlichkeit, die man ausrechnen kann. Und die Mathematik der Natur liefert viele Hinweise auf die Variablen. In meiner Prognose für den heutigen Tag ist mir wohl ein Rechenfehler unterlaufen. Und das Ergebnis? Bist du. Ich frage mich allerdings, wie das geschehen konnte. Ich hatte doch alles ganz genau in meinen Grimoire berechnet. Okay. Tabelle 777.07c führt alle Variablen des magi-mathematischen Ätherfelds genau auf. Wenn ich nun die Hypnosenhypothese mit dem Abracadabra algebraischen Produkt quadriere. Oh.
Voila, jetzt stimmt meine Rechnung wieder. Entschuldige, über all die Berechnungen habe ich meine Manieren vergessen. Ich heiße Glylia. Ich bin Hauptzollinspektorin bei der Mealwaner Zollbehörde. Gelegentlich arbeite ich auch als Auszubildnerin für die Hermetikergruppe. Gürheim hat mich gebeten, dich unter meine Fittiche zu nehmen. So recht habe ich mich aber noch nicht entschieden, ob ich das will. Bist du meine Zeit wert? Immerhin kämpfst du bereits wie eine erfahrene Hermetikerin. Eins würde ich gerne wissen. Wovon lässt du dich leiten, um uns im Kampf das passende Ätherprogramm auszuwählen? Ich habe das Kämpfen anhand von Marienkäfern gelernt. Okay. Ich habe das Kämpfen anhand von winzigen... Ja, super. Achte dabei den Gegnern... Ach so. Ich lasse mich von meinen Gefühlen leiten. Ja. Ich würde sagen, ich lasse mich von meinen Gefühlen leiten. Erstaunlich, genau darüber schreibe ich auch in meinem neuesten Thesenpapier. Lass mich noch einmal nachrechnen. Grübel, Grübel, du hast gute Chancen, eine berühmte Hermetikerin zu werden. Genauer gesagt, berechne ich deine Chancen auf 89,98... Ich weiß es nicht, Prozent oder sowas stand da. Ach, das ist übrigens genau die gleiche Chance, die für einen anderen Hermetiker-Neuling ausgerechnet wurde. Vor langer Zeit. Ich führe über alle Berechnungen genau Buch in meinen guten Gemoir hier. Weißt du, von welchen Hermetiker ich spreche? Von keinem geringeren als dem Gildenmeister, der allerdings spurlos verschwunden ist. Taktik ist das Mittel, um unsere Träume zu verwirklichen. Diese Worte stammen von ihm. Er ist ein weiser Gelehrter. Ups, habe ich jetzt aus Versehen zwei weggeklickt? Welchen Traum möchtest du verwirklichen, Gameplayerin? Ob hier in Eocera oder anderswo, alles Leben wird von Träumen inspiriert. Auch wenn wir nicht ununterbrochen an der Verwirklichung unserer Träume arbeiten können, dürfen wir sie jedoch nicht vergessen. Aber zuerst zu etwas Einfachem. Dein nächstes Ziel sollte es sein, das Karfunkel in jeder Situation zu beherrschen. Arbeite daran, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen. Richtig, bei deiner nächsten Lektion. Das war alles für heute. Mein neuer Schützling, kehre zur Gilde zurück und berichte Tubürgeim von deiner heutigen Lektion. Ich? Ich habe noch ein paar magi-mathematischen Formeln, die ich im Kampf testen möchte. Also dann, bis bald. Flink ist er. So, Bericht erstatten. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurücklaufen. Das machen wir natürlich. Aber das braucht euch nicht zu interessieren, weil wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir bei unserer Meisterin angekommen sind. Ich wollte gerade sagen, ist sie weg? Hallo Gameplayerin, hast du die Übungskiste? Gute Arbeit. Wie gefällt dir Glylia? Eine interessante Person, nicht wahr? Sie hat in ihrer Freizeit Vorlesungen in der Gilde und betreut ab und zu besonders vielversprechende Neulinge. Sie ist einverstanden, einen Teil deiner Ausbildung zu übernehmen. Darauf kannst du dir etwas einbilden. Sie nimmt nur Kandidaten an, denen sie eine hohe Erfolgschance ausrechnet. Und meines Wissens hat sie sich da noch nie verrechnet. Hast du ihr Grimoire gesehen? Seit sie begonnen hat, die Hermetik zu studieren, hat sie es nie ausgetauscht. Es ist in keinem guten Zustand, aber es enthält ihr gesamtes Wissen. Sie verbringt mehr Zeit mit ihrem Zauberbuch als mit jedem anderen. Wir Hermetiker neigen dazu, uns ganz den Studien zu widmen und vergessen manchmal darüber die sozialen Beziehungen. Dabei kann man von seinen Gefährten genauso viel lernen wie aus Formeln und geometrischen Mustern. Warum verbringst du den Rest des Tages nicht mit einem Marodeur oder einem Gladiatoren vor den Toren der Stadt? Die Ablenkung kann dir wichtige Erkenntnisse bringen. Und Spaß macht es auch. Also bis später. Okay, also alle Klassen, die Robe. Der Hanfhut, der würde mir sehr viel bessere Werte machen. Ich glaube, den würde ich auch nehmen. Das ist alles noch höher. Ja, dann ist die Entscheidung einfach. Dann nehmen wir natürlich den Hanfhut. Nee, Moment. So.
So, den einmal anlegen. Oh Gott, in Rot. Darf man vielleicht auch mal in meine Richtung gucken? Sieht auf jeden Fall wesentlich schicker aus als dieser komische, naja, graues Mäuschenhut, sage ich immer, den wir vorher gehabt haben. Achso, wir können hier noch nicht die Liste speichern. Schade. Naja, gut, dann kommt das, wenn wir das erste Mal. Moment, jetzt habe ich gerade was gesehen. Wenn wir das erste Mal Ledergrimoire. Ein Handwerk erlernen, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, cool. Dann legen wir das doch mal direkt an, weil das ist nämlich besser. Haben wir sonst noch was? Den Ring, der ist auch besser. Haben wir den denn zwischendurch bekommen? Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ja, cool. Da müssten sich unsere Werte jetzt eigentlich sehr verbessert haben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet. Ich werde mal schauen, ob wir eventuell im Anfangsbereich, wo ich jetzt gerade nicht mehr so wirklich weiß, wo das überhaupt gewesen ist. Ich werde den Anfangsbereich mal suchen und werde dann mal gucken, ob ich da eventuell noch etwas von der Hauptquest weitermachen kann. Ansonsten werde ich nämlich noch ein bisschen leveln nebenbei und dann sehen wir uns gleich wieder zur nächsten Quest. Bis gleich. So, hier sehe ich jetzt auf Anhieb schon mal drei Quests. Auf jeden Fall ist die Hauptquest hier weiter machbar. Das ist doch perfekt. Hallo Gameplayerin, schon mal etwas von der Sommerfurt Höfen gehört? Das ist eines der Gebiete, die nach der großen Katastrophe neu erschlossen wurden. Viele der dortigen Siedler sind ehemalige Piraten, die sesshaft geworden sind. Ackerpiraten werden sie manchmal genannt. Die Obstplantagen sollen sehr ge gut gedeihen, wie man hört. Ein alter Bekannter von mir, Stylebjörn, leitet jetzt die Höfe. Neulich sagte er, dass wieder Arbeitskräfte gebraucht werden und er bat mich, ihm welche vorzustellen. Verlass die Stadt durch das Zephyr-Tor und folge der Straße in nordöstlicher Richtung. Dann kannst du die Sommerfürth-Höfe nicht verfehlen. Oh, diese Namen. Aber beeil dich. Warum? Geht's hier um Leben und Tod? Okay, wo muss ich hin? Nach rechts und dann nach oben. Ach, da wollte ich eben sogar schon hin. Das ist gut, weil da muss ich nämlich noch was synchronisieren. Ja, cool. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt auch noch zur Hauptquest gehört. Ich denke mal eher, dass das so Nebenquests sind, die hier noch sind. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal noch. Wir müssen ja jetzt erstmal schauen, dass wir Stufe 10 auf jeden Fall erreichen. Und ich wollte ja in erster Linie wirklich mit euch die. Bin jetzt hier richtig? Ne, ich bin jetzt genau falsch rumgelaufen, oder? Untere Decks. Ne, okay, ich bin doch richtig. Ich wollte ja mit euch in erster Linie die Hauptquests durchmachen. Die Nebenquests sind auch sehr, sehr schön gestaltet, aber die machen wir dann immer dann, wenn wir bei den Hauptquests eben nicht weiterkommen. Ich werde mich jetzt erstmal zum Zielort begeben und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, das ist hier drin, oder? Oder auch nicht. Das ist nur eine Trainingsgruppe. Ich denke mal, dass ich irgendwo hier hoch muss. Da ist die Quest, aber wo ist jetzt Typ, um die Quest abzugeben. Hä? Lass mal hier synchronisieren. Kann man hier rein? Anscheinend nicht. Okay. Aber du bist es nicht, mit dem ich sprechen soll. Hä? Ja, wo soll der denn sein? Auf der anderen Seite war er jetzt nicht. Hier oben ist er nicht. Drin war ja gerade nicht. Leute, habt ihr Staelwürren gesehen? Zufälligerweise? Nicht? Okay. Hallo? Sitzt der vielleicht oben drauf? Ist es jetzt wahr?
Ich muss vor allen Dingen mal kurz beim Postboten mal eben gucken. Ja, ja, wir wissen, dass du der Postbote bist. Das haben wir alles schon vorgelesen. Ein neuer Brief. So, ich muss nämlich mal kurz mein Pferd... Habe ich das jetzt angenommen? Ich glaube, ja. Mal kurz mein Pferd annehmen, was ich noch nicht reiten kann. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Kann man denn hier irgendwo anders hingehen? Nee. Hä? Weißt du, wo der Typ ist? Spricht auch nicht mit mir. Ich soll aber quasi direkt davor stehen. Also entweder ist das jetzt hier verbuggt oder ich verstehe es nicht. Oder ich muss oben hinter dieses Ding laufen? Das kann doch auch nicht sein, oder? Wollt ihr mich veräppeln? Dass ich da irgendwo komplett hinter dem Gebäude gucken muss? Das ist ja irgendwie... bescheuert und seltsam zugleich. Moment. Nee, das ist es nicht, der... Hallo? Wo bist du? Ach, hier oben, tatsächlich. Oh Gott, das muss man erstmal finden hier. Und du bist? Wahrscheinlich die frisch gebackene Abenteurerin, die Baderon mir schicken wollte. Gameplayerin Winter, oder nicht? Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Ich heiße Staelvürn. Ich leite die Sommerfurthöfe. Viele unserer Arbeitskräfte hier waren früher Piraten, und zwar auf einem Schiff, wenn du es genau wissen willst. Aber dann kam die große Katastrophe und ich verlor das Prachtstück, beinahe auch mein Leben. Aber alle Sirenen der Weltmeere waren mir hold und ich wurde gerettet. Mit schweren Verletzungen, aber ich war am Leben. Diejenigen meiner Männer, die die Katastrophe überlebten, standen vor dem Nichts und liefen Gefahr, in den nachfolgenden Turbulenzen unterzugehen. Also setzte ich mich bei Admiral Merlwyp dafür ein, dass sie sich in dieser Gegend als Landwirte niederlassen dürfen. Was war das? Hi. Bist du ein Pirat? Aber nicht jeden von ihnen gelang es, sich an das Landleben zu gewöhnen. Manche sind auf einem Schiff geboren und allein der Gedanke, festen Boden unter den Füßen zu haben, machte sie schwindelig. Landkrank, sozusagen. Viele scheuen die Feldarbeit, teils weil sie sie verachten, teils aber auch, weil sie sich einfach nicht eingestehen können, dass für ehrliche Arbeit viel Fleiß und Fachwissen erforderlich ist. Die Ackermeister, die ich eingestellt habe, um meinen Männern etwas beizubringen, verzweifeln oft an der Sturheit, die ihnen entgegenschlägt. Es wäre mir eine große Freude, wenn du meinen Männern etwas zur Hand gehen könntest. Vielleicht motiviert sie das, sich mehr Mühe zu geben. Auch ich bin eine Frau und trage ein kurzes Röckchen. Klar motiviert die das. So, was können wir denn hier? Krieger, alle Klassen, ist aber nicht besser als meins. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Gold. Oder Gil, oder wie auch immer. Ich bin Geschichtenerzähler. Sehr schön. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir, bevor wir jetzt den nächsten Auftrag annehmen, hier mal einen kleinen Cut machen, so dass wir uns dann für den nächsten Auftrag in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.